Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Blood Omen. Nach langer, langer Zeit geht es endlich mal wieder weiter und wir fangen hier in diesem Tempel an. Ihr erinnert euch vielleicht. Wir haben, ja gut, ich kann die Karte jetzt nicht sehen, ich kann nur diesen Raum sehen, aber wir haben hier diesen netten Blitzzauber bekommen, der uns jetzt auf unserer Reise begleiten wird und der uns hoffentlich sehr nützlich sein wird. So, wir haben zwar noch Tag, aber das ist mir egal, ich gehe jetzt hier raus, ich brauche dringend Blut, wie ihr sehen könnt. Das heißt, ich werde mal versuchen, den hier so ein bisschen auszusaugen. Jawohl, wunderbar. Ein kleiner Nachmittagssnack, bevor es in die Nacht geht. Das ist schon sehr gut. Komm, ich brauche noch mehr Blut. Du willst mir doch bestimmt welches geben. Und da haben wir auch schon Nacht. Das ist sehr gut. Dadurch werden wir stärker. Denn wir sind ein Vampir. Und Vampire sind nachts nun mal stärker. Ja. Ich muss zugeben, ich habe diesen Part schon mal gespielt, denn, ich habe halt sehr lange nicht gespielt, über einen Monat, das ist fast schon eine halbe Ewigkeit, und wollte dann unbedingt mal wieder spielen und habe gespielt und war schön und hat Spaß gemacht und dann mache ich die Aufnahme aus, das Spiel zu und was sehe ich, es wurde überhaupt nicht aufgenommen, da habe ich mich auch gefreut und habe mir gedacht, ja, toll, großartig, jetzt hast du da eine halbe Stunde gelabert und keiner hat zugesehen, toll, aber was soll's, wir haben einiges gemacht und es war, naja, relativ spannend. Und da geht's Richtung Nachtholm. Ja, da war ich schon. Ich gehe mal auf die Karte, um euch zu zeigen, wie weit ich gekommen bin. Und das werden wir diesmal wieder schaffen. Das ist ja kein Problem. Und vor allem weiß ich jetzt, was wir machen müssen. Also, wir sind da hoch an diesem See vorbei. Und an diesem Städtchen und bis zu dem Städtchen da gekommen, was ein Stück südlich von Maleks Bastion liegt und etwas rechts von Nupraptors Retreat. Also, da sind so zwei Hütten. Da, bis dahin bin ich gekommen. Also das ist schon ein ganz schönes Stück. Ich habe auch bemerkt, wenn man sich dir mal anguckt, wie groß diese Weltkarte ist, werden wir wohl noch einige Zeit in Nosgoth verbringen. Also dieses Spiel ist garantiert nicht schnell durchgespielt. Und naja, dann wollen wir uns mal daran begeben und endlich weiterspielen. So, ich bin auch echt froh, jetzt endlich wieder spielen zu können, endlich wieder Zeit zu finden und Lust darauf zu haben, weil ich habe jetzt wirklich eine halbe Ewigkeit nicht gespielt. Und ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich darauf. Ja, naja, wir gehen mal Richtung Norden und gucken uns erstmal die Karte an. Das habe ich mir im letzten Part angewöhnt, denn dadurch sieht man, kann man schön planen, wo man hingeht. Wir fangen da unten an, dann haben wir dann erstmal da eine Höhle. Da ist eine verschlossene Höhle, aber in die kommen wir sowieso nicht ran, weil da Wasser im Weg ist. Das können wir später. Hier ist die Stadt. Ja, ja, schön, schön. Und hier hinten ist nochmal eine verschlossene Höhle. Und da ist auch noch eine Höhle. Zu der Höhle kommen wir aber nicht hin, weil da sind ein paar Sachen im Weg. Das werden wir gleich noch sehen. Also werde ich mir erstmal die Höhle da unten angucken. Da ist etwas drin, was, glaube ich, ganz gut ist. Und dann die Stadt ein bisschen. Die ist jetzt nicht so spektakulär, aber was soll's. Das ist halt Nachtholm, wie es hier schon auf den Schildern steht. Und ich finde es ziemlich cool, dass die Städte oder Dörfer so deutsche Namen haben. Ich weiß nicht warum, ob das ursprünglich ein deutsches Spiel ist und deswegen die Namen da so sind oder ob einfach die Leute sich gedacht haben, ja, das spielt irgendwo in Europa, also Deutschland, vielleicht kommen wir dann auch noch irgendwo weiter Richtung Osten, dann sind noch polische Namen und sowas. Mal schauen, also ich bin schon gespannt. Aber erstmal töten wir diese Wölfe und das war der falsche Knopf, ich möchte den Verwandlungsbildschirm. Nein, da wollte ich auch nicht hin. Genau, hier wollte ich hin, denn wir brauchen die Wolfsform, um hier hochzukommen. Die haben wir im vorletzten Part gefunden, oder? Naja, ist ja auch egal. Ich verwandle mich zurück, denn so viel Mana habe ich nicht, dass ich das verschwenden möchte, indem ich in der Form bleibe. The blood of ages flows so sweet. Come, drink from us. Genau, das ist eine Blutfontäne, also hier ist sonst nichts weiter drin. Man sieht es hier, leerer Raum mit einer riesigen Fontäne da drin, die hier drin steht, warum auch immer. Und die Stimme meinte, dass es das Blut der Zeiten ist. Und, also The Blood of Ages. Ich glaube, Blut der Zeiten ist eine schlechte Übersetzung, aber, naja, ist egal. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Oder googelt danach, wenn ihr unbedingt eine bessere Übersetzung haben wollt. Und auf jeden Fall hat es uns dazu aufgefordert, davon zu trinken. Und das werden wir auch gleich mal tun, denn, wer trinkt nicht von einer riesigen Fontäne aus Blut, wenn er sie findet, ne? So, nom nom nom. Genau, und jetzt sind wir stärker geworden. Was uns das bringt, habe ich noch nicht herausgefunden. Ich weiß nicht, ob wir mehr Schaden machen oder ob wir jetzt irgendwas anderes wegschieben können, was toll ist oder so.
Werden wir mal schauen. Auf jeden Fall, nochmal, können wir davon nicht trinken. Man sieht, die Fontäne ist irgendwie dunkel geworden und ekelhaft. Hey, ich kann doch noch davon trinken. Oh Gott. Oh, wir haben Schaden genommen, weil wir davon getrunken haben. Habt ihr das gesehen? Da ist schwarzes Blut runtergelaufen und wir haben Schaden bekommen. Und die Stimme sagte, sei nicht gierig, Vampir. Du hast bereits deine Portion gehabt und das stimmt wohl. Nun gut. Aber schön zu wissen, dass ich das nicht machen sollte. Nein, ich will die Wolfsform haben, denn ich kann auch als Vampir nicht runterspringen, was irgendwie ein bisschen komisch ist, aber was soll's. So, meine Brüder muss ich noch töten, die paar Wölfe. Kommt her. Kommt her. Put, put, put. So. Und dann gehen wir doch mal nach Nachtholm hinein. Oh, da ist noch ein Wolf. Okay. Aua. Stirb. Hallo? Hör auf, mich umzubringen. So. Was der hier gesagt hat, habe ich beim letzten Mal... Moment mal, ich konnte wahrscheinlich die Steine nicht wegschieben vorher, musste zu der Fontäne rein, aber naja, keine Ahnung. Ich bin erstmal still, denn Kane liest hier etwas vor, wenn ich auf dieses Ding gehe. Und beim letzten Mal habe ich das nicht mitbekommen, weil ich drüber geredet habe. The village of Nachtholm was typical of Nosgoth peasantry. Yet amidst the farmers and smithies of the quiet country life prowled brigands and cut purses. Naja, war jetzt nicht so interessant. Das ist halt so eine typische, ein typisches Dorf in Nosgoth. Nicht besonders spannend. Aber was mir aufgefallen ist, hier gibt es unglaublich viele Tavernen. Also, das hier ist eine Taverne. Und lustigerweise greifen mich die Frauen hier an. Warum auch immer. Den Männern ist das vollkommen egal, dass ein Vampir da ist. Aber die Frauen kommen die ganze Zeit und versuchen mir eine zu klatschen. Oh, sagte ich den Männern, ist das egal? Anscheinend doch nicht. In einem anderen Haus hatte ich das... Ups, den wollte ich eigentlich aussaugen, aber egal. In einem anderen Haus hatte ich das, dass die Männer einfach an mir vorbeigelaufen sind und die Frauen haben mich angegriffen. Und da sind... Oh, da sind Schatztruhen. Die will ich haben. Moment, erstmal musst du dran glauben. Bam. Boah, überhaupt nicht blutig. Nein. Das ist ein ganz kindgerechtes Spiel. Total. So. Denn ich möchte doch das haben, was in den Schatztruhen drin ist. Ja, ein paar Klingen nehme ich gerne mit. Noch mehr Klingen und nochmal Klingen. Ja gut, mal schauen. Die werde ich bestimmt noch gebrauchen können, wenn ich zum Beispiel keine Blitze mehr habe. Aber erstmal habe ich ja den schönen Zauber. Und wir lernen oder finden in diesem Part auch noch das ein oder andere. Beim letzten Mal habe ich auch übrigens hier die Kisten gar nicht eingesammelt, weil ich zu blöd war zu sehen, dass da Kisten stehen. So, aber erstmal hier, The Town Tavern, also das ist die Stadttaverne. Und was ist direkt daneben? Ja, Lionhead Pub. Eine Taverne und ein Pub. Und ich kann euch jetzt schon verraten, da drüben auf der Insel ist nochmal ein Pub oder nochmal eine Taverne. Das heißt, es sind hier, was weiß ich, Saufbrüder nur hier in dieser Stadt. Wobei, das ist eine typische Stadt in Nosgoth, das heißt, der typische Nosgoth-Bewohner ist ein Trunkenbold. Sehe ich das richtig? Also der Trank da hinten bringt uns rein gar nichts. Der bringt uns nur was, wenn wir keine Lebensenergie mehr haben. Vermute ich. Zumindest kann ich ihn nicht aussammeln. Konnte ich beim letzten Mal nicht und deswegen werde ich das jetzt auch nicht tun. Aber du stirbst noch. Das macht Spaß, mit dem Blitz zu werfen. Oh ja. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, was wir für Fähigkeiten lernen. Und vor allem, gegen was für Kreaturen wir noch antreten werden. Also ich habe ein, zwei interessante Sachen gefunden. Beim letzten Mal, also diesem Mal, die werden wir dann auch noch finden. Und vor allem, ich bin dann sehr gespannt, was für Endgegner uns erwarten. Also ich vermute mal, dass es Bosse gibt in diesem Spiel. So, Nachtholm Armory, also ein Waffenlager, mehr oder weniger. Ich weiß nicht, wie übersetzt man Armory richtig? Und das hat mich verwirrt hier. Hier ist so ein Schild auf dem Boden, so ein Symbol, ne? Und das bedeutet ja sonst immer... Oder hat immer bedeutet, dass wir irgendwas finden. Aber beim letzten Mal habe ich hier nichts gefunden. Hier sind zwar Kisten, aber da sind dann wieder nur diese Klingen drin. Die nehme ich zwar gerne mit, aber haben mir erstmal nichts gebracht. Und hier sind irgendwelche Sachen, die ich nicht zerstören kann und mit denen ich nichts machen kann. Ne? Und hier hinten findet sich auch nichts. Ich habe eigentlich gedacht, hier bekomme ich eine neue Rüstung oder so, weil ich weiß, dass es Rüstungen gibt. Wir haben ja hier diesen Bildschirm, wo wir ein bisschen was ausrüsten können. Light. Nein. Was habe ich getan? Keine Ahnung, was ich gerade tue. The
The energy bolt employs magical force in its rawest form. A messy spell, but a potent one nonetheless. Ah, cool. Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal aber schon durchgehört, oder? Egal. Auf jeden Fall, genau, hier haben wir Waffen und Rüstung. Und hier haben wir die Items. Und das heißt, wir können hier die Waffen und Rüstung zur Not auch ändern. Irgendwie. Ja, genau, Rüstung. As it was born from Hellfire, forged by the Necromancer's magic, my armor resists fire and provides me with strong defense. Genau, wir können damit Feuer widerstehen und wir haben eine starke Verteidigung. Forged by the Cerioli, the legendary weapon masters of Nosgoth, this blade will serve me well in life. Ja, ja, bla bla. Auf jeden Fall habe ich eben gedacht, deswegen, wir können hier noch was finden, aber nein, anscheinend nicht. Oder ich bin zu blöd dafür. Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee, was ich hier machen kann. Ich weiß es jedenfalls nicht. Wir haben hier eine Rüstung an der Wand stehen, aber das bringt uns ja auch nicht so viel. Und ansonsten, vielleicht ein Geheimgang oder so, aber ich habe keine Ahnung. Vielleicht seid ihr schlauer als ich. Vielleicht seht ihr irgendwas. Wobei vielleicht muss ich hier später nochmal hin. Wahrscheinlich, wenn ich noch eine bestimmte Fähigkeit freigeschaltet habe, die wir auch in dieser Folge noch lernen werden. Aber ich werde euch noch nicht verraten, was es ist. Komm, stirb. Ah ja, ich glaube, die Bewohner, die hier so rumlaufen, tun mir nichts. Außer es sind Wächter, aber in der Stadt dürften noch keine Wächter unterwegs sein. Deswegen ist das egal. So, hier haben wir King's Tavern. Ja, direkt die nächste. Ist das nicht schön? Gehen wir mal rein, vielleicht finden wir noch was Interessantes, denn in diesen Häusern sind ja immer wieder mal Items drin. Genau, greif mich ruhig an. Da oben sind Fass, da will ich hin. Ja, lasst mich in Ruhe. Mein Blut. So, greifst du mich an? Nö, die greifen mich nicht an, das ist gut. Dann dürfen sie... Oh, was ist das? Of all the methods I employ, this is perhaps the cruelest. Causing my victim's body to shrink on itself. Crushing bones and rupturing organs till the pressure inside bursts the sack of fleshy skin, spraying its contents for all to see. Ja, eine neue Fähigkeit, wir können damit Gegner zusammenmanschen. Irgendwie so, bam. Sie werden halt zusammengequetscht, sie implodieren mehr oder weniger. Das ist jetzt nicht so unheimlich spektakulär. Ich dachte, das sieht toller aus, aber ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie mächtiger ist als die anderen Fähigkeiten oder Items, aber naja, ist jetzt nicht so besonders spektakulär, ne? Hat man gesehen, so. Hier war, glaube ich, nichts drin, außer ein paar Betten und so, ein Bild. Naja, sieht es nicht toll aus. Hier, guckt euch mal an, dieser Künstler, der das gemalt hat, der war wirklich betrunken, glaube ich. Denke ich mal. Wir sind ja auch genug Tavernen, in denen man sich betrinken kann. Ich habe auch nicht wirklich erkannt, was auf dem Bild zu sehen war. Vielleicht war es ein nackter Mensch. Das könnte es gewesen sein. Würde ja auch passen, mehr oder weniger hier. Denn, warum würde das passen? Eigentlich nicht in diese Stadt, eher in die nächste Stadt. Die ist ein bisschen verruchter. Da gibt es auch ein... Hey, du, boah, greif mich einfach an. Stirb! So. Wie gut, dass sich unser Mana selbst regeneriert. Meine ich zumindest, oder? Das war doch so, ne? Irre ich mich da? Ich weiß es gerade nicht. Egal, wir schauen uns nochmal dieses Haus an. Und dann war es das auch schon hier in Nachtholm. Ja, hier ist nichts. Okay, die greifen uns nicht an. Dann gehen wir einfach mal weiter, denn... Rechts habt ihr gesehen, ging es nicht weiter. Moment. Rechts war ja der Höhleneingang verschlossen. Da bin ich auch einmal hoch, um zu gucken, ob da eventuell doch noch irgendwas ist. Und ich möchte was anderes ausrüsten. Ich möchte lieber das haben, genau. Aber dem war leider nicht so. Das heißt, wir können hier nichts mehr machen. Ich kann euch nochmal zeigen, was oben den Höhleneingang versperrt, wo ich schon sagte, ja, da können wir nicht hin. Dann werdet ihr sehen, was ich meinte. Und zwar, ja, Nachtheim, da kommen wir her, das wissen wir. Dahin geht's Richtung Steinchenkrö. Steinchenkrö? Wie spricht man das aus? Was soll das heißen? Egal. Jedenfalls sind hier diese Dinger. Und da komme ich halt nicht vorbei. Ich könnte durchs Wasser, aber dann würde ich zu viel Schaden nehmen. Ich weiß gar nicht, ob ich lebend ankommen würde. Das ist es mir nicht wert. Also wir werden bestimmt später noch eine Möglichkeit finden, durchs Wasser zu kommen, ohne uns zu verletzen. Und dann komme ich hier einfach nochmal hin, denn wir können ja auch bequem mit unserer Fledermausfrau überall hinreisen. So, genau, hier ist noch eine neue Stadt, das ist die etwas verruchtere, über die ich geredet habe. Und wir gehen erstmal in diese Höhle hier. Da finden wir, glaube ich, noch eine Fontäne. Blood of ages flows so sweet. Come, drink from us.
Genau. Und diese Fontäne hat eine ziemlich geile Fähigkeit. Und zwar, trinken wir erstmal. The rain will do you no harm, for our blood preserves. Genau. Jetzt haben wir von dieser Fontäne getrunken. Und jetzt macht uns der Regen keine Schwierigkeiten mehr. Denn ihr erinnert euch vielleicht ganz am Anfang, als wir das erste Mal aus unserer Gruft raus sind, hat es geregnet. Meine ich zumindest. Also bei irgendeiner Aufnahme. Ich habe das mehrmals versucht. Und der Regen hat mir Schaden gemacht. So, da oben geht's nach Steinchenkröl, da gehe ich gleich hin. Ich möchte erstmal hier rechts noch gucken. Da finden wir nämlich eine Kleinigkeit und da finden wir auch Gegner. Fällt mir gerade ein, ja, diese Soldaten, die greifen uns an und die sind gar nicht mal so schwach. Die machen uns schon einiges an Schaden, also da muss ich ausweichen, üben. Komm her! Und die halten auch unglaublich viel aus. Ja gut, hier habe ich ein bisschen ausgewichen, das heißt, ich habe da jetzt nicht so viel verloren, aber ich habe schon mal bei einem Soldaten einfach die Hälfte meines Blutes gelassen. So, das kann ich nicht schieben, da muss ich noch stärker werden. Da komme ich nicht lang und da oben nach rechts ging es auch nicht weiter und in der Höhle konnte ich jetzt auch nicht so viel machen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das sehen wir ja gleich. Komm, gib mir dein Blut. Vielen Dank für das Blut. Vielen Dank, wie lieb von dir. Ja, ja, bla bla. Hier drin hätten wir sowieso noch mehr Blut bekommen. Also, das ist eine ziemlich seltsame Höhle. Hier hängen erstmal so ein paar Leute an der Wand gefesselt und da sind komische Zeichen auf dem Boden. Was war das für ein Geräusch? Achso, ich habe anscheinend hier das aktiviert und ich kann halt hier Sachen einsammeln. Bringt nicht schön, bringt nicht wirklich was, aber seht ihr das da? Diesen komischen Minotauren mit vier Armen oder so. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Wir kommen auch nicht dahin, denn hier steht uns noch so ein Ding im Weg. Und da kommen wir nicht vorbei. Ich kann... Ups. Ups, jetzt habe ich den Typen da oben, der an der Wand hing, in die Luft gesprengt. Entschuldigung. Tut mir leid. Ich wollte eigentlich das Ding hier hauen. Also, ich komme nicht dran vorbei. Ich kann auch nicht mit der Wolfsform drüber springen. Das habe ich auch versucht. Deswegen werden wir hier auch nochmal später hin wiederkommen. Aber als ich das erste Mal hier rein bin, dachte ich mir so... Wow, was geht denn hier ab? Und naja... Karte bringt jetzt nicht so viel, das ist einfach ein Gang, der sich da durchschlängelt. Vielleicht ist da oben was, aber das kann ich leider nicht sehen. Von hier aus. Von daher, ja, hauen wir wieder ab nach draußen. Und ich sehe gerade, es scheint die Sonne. Naja, Nacht ist mir lieber. Aber vielleicht finden wir irgendwann noch eine Fontäne, die es uns ermöglicht. Oh, Hilfe. Im Sonnenschein nicht schwächer zu werden. So, komm her. Stirb. Stirb, habe ich gesagt. Boah, guckt euch mal, wie viel der aushält. Das ist doch unglaublich. Hallo? Stirb endlich. So, ich glaube, an den anderen beiden laufe ich vorbei. Ups, falsche Taste. Nein, ich möchte bitte immer noch das ausgerüstet halten. Ja, komm schon. So, ihr seht, da komme ich auch wieder in die Stadt. Aber ich möchte von unten rein, weil da wieder das Schild ist, das ich lesen möchte. Und dann... Naja, hier ist nicht viel zu tun. Drei Häuser, in die ich rein kann und da hinten sitzt noch jemand, mit dem ich dann reden kann. Und bin ich hier lang gegangen beim letzten Mal? Ich weiß es gerade nicht mehr, ob hier noch irgendwas... Achso, genau, hier ist ein Reiseobelisk, aber sonst nicht viel mehr. Ich rüste die ganze Zeit den Blödsinn aus, das will ich gar nicht. Ich drücke mal auf die falsche Taste. So, wie ihr sehen könnt, hier ist nichts, nur Wald und da unten ist auch nicht wirklich was. Aber da liegt ein Felsbrocken vor. Ich frage mich, da unten ist bestimmt noch irgendwie ein Item oder so. So, aber wir aktivieren erstmal das Ding hier. Und dann können wir das nächste Mal nach Steinchenkrö oder wie das Ding auch heißt, reisen. Mit unserer Fledermausform. So. Ja, du lässt mich jetzt in Ruhe. Geh weg, du stinkst, ich mag dich nicht. Ja, und du auch. Geh zu deinem Freund da oben. Ihr könnt gerne miteinander kämpfen, aber ich möchte nicht. Ich möchte jetzt nach Steinchenkrö. Ich bin ein rechtschaffener Vampir. Hier, irgendwie greift mich einfach an. Das finde ich überhaupt nicht gut. Ich glaube, das muss ich der Obrigkeit melden. Den Behörden. So. Ein paar Steine verschoben. The town of Stenchencro bore with it the infamous aroma of its inhabitants. In life, I would not have graced the place with my presence. In death, I merely added to the stench. Tja. Also, das hier ist eine sehr verruchte Stadt. Diese Stadt hat auch ein Bordell, deswegen meinte ich auch so, das nackte Porträt würde in die nächste Stadt passen. Aber wir gehen erstmal hier unten rein und werden natürlich direkt angegriffen, natürlich. Wie hätte es anders sein können? Guck mal, mehr Blut. Du stirbst, so. Hab da verdient.
Die greifen uns halt alle an, das ist ein bisschen doof. Aber in diesem Herrenhaus werden wir noch Items finden, glaube ich. Deswegen gehe ich hier auch rein. Und die stellen jetzt auch keine große Bedrohung dar. Ja, hier ist zum Beispiel ein Item. Die Frauen stellen ja keine große Bedrohung dar. Das sind eher so Snacks für zwischendurch. Ja, da ist nichts drin. Der Typ ist nur hinter der Frau her. Und hier ist auch nichts mehr drin. Naja, das hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt. So viele Leute abgeschlachtet, nur für eine Karte mit so einem Implosionsdingen drauf. Also toll ist was anderes, aber ich will mich nicht beschweren. Ich meine, ich nehme alles, was ich kriegen kann. Jedes bisschen hilft, denke ich mal. Oh, da ist eine Wache. Stirb! 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 Guck dir das mal an, die hält 4 von diesen Elektrobolzen aus. Das ist unglaublich. Ja, da unten gehe ich jetzt nicht hin, da ist nämlich... Oder ist da was? Ich weiß gerade nicht mehr, ob da was ist. Das ist halt nur die Wache und ich will nicht die ganze Zeit kämpfen. Das ist ein bisschen doof. Ja, stirb. Danke. Aber vielleicht ist hier noch irgendwie so ein Item versteckt oder so. Man weiß ja nie. Nee, da ist nichts und da ist nichts. Okay, da war nichts versteckt. Das hat sich jetzt total gelohnt, aber egal. Naja. Hier ist auf jeden Fall das Bighorn Brothel. Ja, das Brothel. Das Bordell, von dem ich geredet habe. Passt eigentlich in die Stadt und in dieses Spiel, denn es ist ja ein Spiel, das einen etwas erwachseneren Ton hat. Und warum sollte man dann nicht auch ein Bordell einbauen? Und hier finden wir schöne Items. Schöne Frauen, die uns ans Leder wollen. Und eine kleine Folterkammer mit sehr viel Blut, was ein wenig makaber ist. Also, da liegt ein... Sieht aus wie ein... Was ist das? Ist das ein Magen oder so? Und hier liegt auch irgendwie Knochen. Auf dem Boden. Ich bin mir nicht so... Da steht Help an der Wand mit Blut geschrieben. Also bei der Menge Blut bin ich mir nicht mehr sicher, ob die freiwillig hier sind oder ob das eher so ein Hinterzimmer ist, wo irgendwelche Sachen abgehen, die eigentlich keiner wissen will. Naja, sehr seltsam hier. Wie auch immer. Frauen töten, weil sie mich angreifen. Ach, komm schon. Hier, und das meine ich. Der Kerl, dem ist das vollkommen egal, dass ich hier mit dem... Es ist vollkommen egal, dass ich die Frauen töte und die Fässer kaputt mache. Der läuft einfach gechillt weiter. Und das ist für ihn gut, denn ich kann den Stuhl schieben. Wie cool ist das denn? Ich kann einen Stuhl schieben. Dam, dam, dam. das ist halt gut für ihn, weil so bleibt er im Leben. Denn er geht mir nicht auf die Nerven und ich muss ihn nicht umbringen. Und alles ist gut. Alles ist wunderbar. So, haben wir oben noch was? Ich vermute mal, nein, da ist nichts mehr. Das heißt, wir gehen wieder aus dem Bordell raus. Denn hier will uns anscheinend keine Frau bedienen, was ich ziemlich schade finde. Denn ich meine, so ein Vampir, der hat auch Bedürfnisse, oder? Ich meine, stellt euch mal vor, ihr seid ein Vampir und, ne? Ja, ja, dann werdet ihr auch froh darüber, wenn euch eine Frau haben will. Oder ein Mann, je nachdem, respektive. Ah, stirb! So, da ist nichts mehr, aber hier habe ich noch ein paar Fässer und Items und... Du bist gestorben, bevor ich dich aussaugen wollte, konnte. Was soll das? Du blödes Miststück. Du hast es verdient, dass du gestorben bist. Ah. Naja. Dum, 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 mir geht's gut. Ich bin lieb. This lunatic was delighted to see me. Perhaps his madness would reveal a greater truth. Ja, dieser Verrückte freut sich halt, uns zu sehen. Das hat er gesagt. Wir reden mal mit ihm. The bastards in Stenchen Crow shun me as Nosgov shuns them. I know what it means to be an outsider vampire. I fear you not. But remember this. There are others who will speak to you, so long as you know how to look. Ja, also er ist halt hier ein Außenseiter in dieser Stadt und er meinte, die Leute hier in Stenchen Crow meiden ihn so wie der Rest Nosgoth eben diese Stadt. Und er weiß, was es ist, ein Außenseiter zu sein, bla bla, kann mit uns mitfühlen, da oben ist eine verschlossene Tür, da kann ich nicht hin. Und wir sollen die Augen offen halten, denn wir können immer mehr Leute finden, die mit uns reden, obwohl wir ein Vampir sind. Und das werden wir auch tun. Ich habe bisher zwar noch keinen anderen gefunden, aber das muss ja nichts bedeuten. Ich meine, er redet ja schon mit uns, was schon sehr gut ist. Ich will dein Blut haben. Dankeschön. Und ich bin mal gespannt, was wir da noch finden können. So, ja, Steinchenkrill.
Wasserbünde. Nach Wasserbünde wollen wir jetzt reisen. Es ist auch gar nicht mehr so weit. Ich glaube, es ist direkt schon im nächsten Screen. Und wirklich großartig liegt ja nichts dazwischen. Aber das werden wir gleich sehen. Und weiter habe ich auch nicht gespielt. Ich bin nur hier rein. Genau, da ist jetzt schon die Stadt. Und zwar eine richtig große Stadt, ausnahmsweise mal. So, und hier will ich gerne hin. Da steht was im Weg. Aber guckt euch das mal an. Da liegen 3 Hearts of Darkness. Das heißt, 3-mal können wir wiederbelebt werden, wenn wir diese Dinger da aufsammeln, die wir nicht haben. Weil ich habe nur noch 4. Ich brauche noch mehr. The Gypsies. Purveyors of distrust and superstition. Most of their babble should be taken with a pinch of salt, since the gypsies often tinker with weary travelers' minds. However, a few gypsies have something interesting to say. Ja, also Zigeuner, beziehungsweise, ja, man soll ja nicht Zigeuner sagen, sondern Romani und Sinti. Die lagern hier vor der Stadt. Und er meinte, man sollte das, was die Romani und Sinti sagen, mit etwas Wahrheit immer betrachten. Also irgendwo hat das immer einen wahren Kern, was die sagen. Und vielleicht finden wir noch den einen oder anderen, der uns was Interessantes sagen kann. Ja, also man kann in die Zelte hier reingehen, aber da ist nichts drin. Wirklich gar nichts, soweit ich mich erinnere. Ich gehe gleich mal gucken, aber ich gehe erstmal in das rote Zelt rein. Denn da ist etwas sehr Interessantes und Wichtiges für uns, und zwar diese Karte. Das ist eine neue Fähigkeit und die werde ich direkt mal aufnehmen. There are benefits to traveling beneath the human guise. The threat to my person is lessened and much information can be gleaned. However, the illusion is flimsy and any act of aggression on my part can break the spell. Genau, wir haben nämlich jetzt die Möglichkeit, das wollte ich nicht machen, wir haben die Möglichkeit, uns in eine menschliche Form zu verwandeln, uns halt zu tarnen. Was sehr cool ist, denn jetzt können wir hier an diesen Leuten vorbeigehen, ohne dass sie uns angreifen. Das ist schon sehr cool. So, und jetzt werde ich mich nochmal die Zelte angucken, denn vielleicht finden wir das ein oder andere darin. Menschen zum Beispiel, mit denen ich nicht reden kann. Na gut, dann sollte mir das egal sein. Also ich kann halt anscheinend wirklich nur mit bestimmten Personen reden, wenn sie eben so ein rotes Dreieck daneben haben. Oh, hier ist noch ein Fass. Ja, das möchte ich doch haben. So, komm her. Du musst sterben. Tut mir leid, aber niemand darf sehen, dass ich hier ein Vampir bin. Und du musst ausgesorgt werden, so. Ach, da ist gar nichts drin. Ich fühle mich gerade irgendwie verarscht. Ich will halt wissen, was in dem Fass drin ist. Sofort. Naja, was soll's. Wir gehen mal weiter in die Stadt. Beziehungsweise wir schauen uns die letzten beiden Zelte noch an und dann gehen wir weiter in die Stadt. Ah, hier ist nichts drin, sage ich ja. Und im nächsten dürfte auch nichts mehr drin sein. Und gucken uns die Stadt an. Also ich habe mir nur in der Stadt das erste Gebäude mal angeschaut und dann habe ich den Part beendet bei der letzten Aufnahme, die leider nicht aufgenommen wurde. Und der Rest ist mir jetzt auch völlig unbekannt, genau wie euch. Hoffentlich, also keine Ahnung, was heißt hoffentlich, vielleicht. Wasserbund lay, its glory now stained and faded, a faithful child in the looming shadow of Nupraptor's retreat. Genau, eine ehemals glanzvolle Stadt, die jetzt nicht mehr so glanzvoll ist. Aber, ja, das kann man sogar wirklich als Stadt bezeichnen, zumindest was die Größenverhältnisse in Nosgoth anbelangt, dürfte das relativ groß sein. Von daher gehen wir mal hoch und der Wächter greift uns glücklicherweise nicht an, was schön ist. Ups, aber wir nehmen immer noch Schaden vom Wasser, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Aber klar, wir sind ja nur verwandelt, wir sind ja immer noch ein Vampir. Und hier verwandle ich mich mal zurück, denn auch diese Verwandlung verbraucht Mana. Was jetzt gar nicht mal so gut ist, denn stellt euch mal vor, ihr seid in der Mitte von irgendwelchen Wächtern und auf einmal geht euch das Mana aus. Das ist echt nicht gut. Aber hier droht uns sowieso keine Gefahr, denn hier ist einfach nur so ein Typ, der schläft. Den können wir, glaube ich, aussaugen. Ja. Und warum schläft er eigentlich in dem kleinen Bett, wenn hier so ein Riesenbett steht, ne? Also ich würde eher in diesem Riesenbett schlafen, schön mit dem Nachthimmel und so. Das hat doch was, oder? Ja, finde ich schon. Und an diese Karten kann ich mich nicht erinnern. Was ist das? Ach so, doch, ja. My magic extends into very exotic disciplines, such as the manipulation of time. I am able to slow time down, so I can move about, quick as a wolf, while all others move as though they were mired in mud. Genau. Das ist halt ein Item, mit dem wir die Zeit verlangsamen können, für alle um uns herum. Und nur wir sind schneller. Das habe ich bisher noch nicht eingesetzt, aber es klingt auf jeden Fall ziemlich cool. Und ich denke mal, das wird uns das ein oder andere Mal helfen.
Nupraptor's keep lay west of Vasabunt. I would seek to cut the cancer from its heart. Genau, das ist ja unser Ziel, da müssen wir als erstes hin. Und ihr seht, da oben rechts ist das Bild von der Fledermausform, was bedeutet, wir haben jetzt die Möglichkeit freigeschaltet, mit der Fledermaus dahin zu fliegen. Und ich vermute mal, dass wir da auch nicht, das war der falsche Knopf. Ich vermute mal, dass wir da auch nicht, nanu? Hä? Ich will die Weltkarte aufrufen. Und das Menü, irgendwie fehlen mir hier Menüs, wahrscheinlich weil ich gerade in der Verwandlung bin. Aber wir können hier nach rechts gehen. Und dahin, aber ihr habt gesehen, da ist ein Wasserfall. Das heißt, es führt keine Straße hoch anscheinend. Und wir kommen da nicht so hin. Und warum kann ich hier nicht durchgehen? Hallo? Da ist ganz eindeutig Platz zwischen den Häusern. Warum kann ich da nicht durch? Wollt ihr mich eigentlich für blöd verkaufen oder wie? Wie soll ich zu dieser Tür da kommen, die da verschlossen ist? Da will ich hin. Ist doch doof. Na gut, dann gucken wir erstmal, wo wollen wir denn hin? Ich glaube, ich gehe erstmal hier hoch, gucke mir die Häuser da an. Und gehe dann hier rüber, gucke mir dann das große hier in der Mitte an und dann das. Und dann gehe ich nochmal den Weg hier lang und gucke, was ich da finde. Und dann wird es das auch für diesen Part gewesen sein. Denn Nupraptor's Keep oder Retreat oder wie auch immer das heißt, werde ich in der nächsten Folge angehen. Captain Bitter's Suits. Eine weitere Taverne oder ein Pub oder wie auch immer. Ein Suits, ich weiß nicht, was Suits bedeutet, aber man kann hier jedenfalls alkoholische Getränke finden, denke ich mal. Und man kann sogar schlafen. Ha. Naja, aber sonst ist hier nichts Interessantes. Keine Items, nur ein paar Opfer, die das schlafen, die ich aussaugen könnte, aber ich habe eh gerade volles Blut. Was ich gebrauchen könnte, wäre Magie, denn ich habe bald keine mehr. Also die Hälfte ist schon was haben wir denn hier? Lauter Fässer. In dem Getreide drin ist anscheinend und zerschlagene Sachen und Zeitlupending, das ist schon mal sehr gut. Ich werde nochmal weiter die Form hier verwenden, denn das ist ganz nett, wenn ich nicht die ganze Zeit kämpfen muss. Aber ich werde einfach mal nur hier draußen so rumlaufen, wenn ich nicht gegen die Wachen kämpfen muss. Naja, Wasserbünde. In die Richtung finden wir Chorhagen. Komme ich hier vorbei? Nö. Wie komme ich zu der Tür da unten? Das würde ich echt gerne wissen. Was haben wir denn hier? Chopping Block. Anscheinend eine Metzgerei. Gehen wir nochmal rein. Da wird sich bestimmt was für einen Vampir finden lassen, oder? Na, zumindest schon mal zwei Fässer. Und jede Menge Blut da oben. Aber das sieht nicht so aus, als würde ich da irgendwas Interessantes noch finden. Ist doch doof. Ich hätte gerne noch mehr Fähigkeiten. Aber ich glaube, in der Stadt haben wir bisher noch nie was Nützliches gefunden, oder? Nur die Items natürlich, aber die benutze ich nicht so häufig. Ich vertraue lieber auf mein Schwert. Wahrscheinlich brauche ich die später noch, aber mal schauen. Village Smithy, ein Schmied. Oh, wie schön. Gehen wir mal rein. Und da liegt ein Felsbrocken vor dem Haus links. Habt ihr das gesehen? Gucken wir uns gleich nochmal an, aber was zur Hölle? Okay, hier ist wieder nichts. Oh doch, Schatztruhen. Und ihr seht, hier ist kein Symbol auf dem Boden. Das heißt, in einem anderen Schmiede oder in der Armory wird wahrscheinlich irgendwas sein. Und ich gehe einfach mal mit der menschlichen Form hin irgendwann mal, vielleicht im nächsten Part, wenn ich dran denke, und guck mal, ob ich dann irgendwas machen kann. Vielleicht kann ich dann ja mit dem Schmied irgendwie reden oder verhandeln und diese Rüstung kriegen, das wäre schon ziemlich klasse. Und hier steht ein Stein vor, warum auch immer, den kann ich nicht wegschieben. Ist ein bisschen doof. Und dann gehe ich einfach mal in das Nachbarhaus, vielleicht ist da ja noch was Interessantes. Särge! Kann ich hier schlafen? Kann ich hier irgendwas machen? Nö. Schade. Moment, war das ein Heart of Darkness? Was ist das? Should this object strike an enemy, rot and decay would instantly eat their flesh and leave only a pool of blood and tissue. For a time after, the toxins are still active and therefore lethal to the touch. Okay. Ich kann damit anscheinend Gegner einfach verrotten lassen, mal ebenso. Bis nur noch eine blutige und giftige Pfütze übrig bleibt, die anscheinend auch noch böse ist, wenn man sie berührt. Schön. Warum frage ich mich eigentlich noch, was ist das, wenn ich Items finde? Das sind sowieso immer Sachen, mit denen ich Leute töten kann. Jetzt bis auf das Slow Time. Also Zeit anhalten, Zeit langsam laufen lassen. Was haben wir denn hier liegen? Was ist denn das Schönes? Na, nix. Okay.
Okay. Ja, ich habe keine Magie. Wobei, meine Magie regeneriert sich, ne? Ich könnte jetzt hier drin ein bisschen hocken bleiben, aber das ist auch doof. Und ich sehe gerade, ich muss den Part mal langsam wieder beenden, sonst dauert das wieder so lange. Nein, ich wollte mich verwandeln. Scheiße. Nicht gut. Ich hoffe, mich sieht keiner. Ah, natürlich sieht mich... Oh, was? Der hat eine Riesenaxt. Oh Gott, ich habe Angst. Stirb. Oh. Okay, er ist tot. Wunderbar. Ah, verdammt. Ich wollte eigentlich meine Magie aufbehalten, um die Verkleidung zu benutzen, aber ich habe jetzt den Blitz gezaubert. Und der hat wieder jede Menge Mana abgezogen. Ah, schaffe ich es noch in das Haus rein? Jawohl, wunderbar. Ah, ich brauche ein bisschen Blut, das kommt mir gerade recht. Om nom 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 nom. So. Na, du auch noch? Ich kann nicht abschätzen, ob das Ding voll ist oder nicht. Okay, es ist voll. Wunderbar. Jetzt bräuchte ich noch ein bisschen Magie. Magie, regeneriere dich doch bitte mal eben, damit ich da weiter über die Brücke kann, ohne von denen angegriffen zu werden. Ich riskiere es jetzt einfach mal. Wenn nicht, dann renne ich einfach vorbei an denen. Ich muss ja nicht gegen die kämpfen. Oh, was ist das? The wind carried screams from the west. I couldn't help but smile. Someone else in this world was suffering more than I. Okay, der Wind hat Schreie aus dem Westen. Wow, was zum... Ach du Scheiße. Hilfe! Hilfe, gegen so viel auf einmal möchte ich nicht kämpfen. Wie auch immer, er meinte, dass der Wind von Westen Schreie hier rüber trägt, also von diesem Retreat, wo wir hinwollen. Oh Gott, Leute. Was zum Henker? Oh. Okay, komm. Ich muss hier ein bisschen taktisch vorgehen. Oh, da kommt noch einer. Was zur Hölle? Wo zur Hölle bin ich? Was ist hier? Ein Tor, da komme ich nicht durch. Okay. Da wollen wir hin. In Nab Rapture's Retreat oder wie auch immer das heißt. Da sind Höhlen, da kann ich anscheinend doch rein. Wenn ich denn durch dieses Tor durchkomme. Ich vermute mal, dass ich da nicht durchkomme. Aber wir können ja dahin fliegen. Ah, von daher. Hilfe. Aua, lass mich durch. Ich bin Arzt. Ich kann eine Blutentnahme vollführen, eine Bluttransfusion von euch zu mir. So, komm. Okay, wunderbar. So, jetzt brauche ich aber erstmal ordentlich Blut. Und es ist gut, dass ich das noch in der Nacht geschafft habe, weil ihr seht, es wird heller. Das heißt, ich werde schwächer. Das ist nicht gut. Ich hoffe, hier drin ist jetzt noch ein Speicherpunkt. Hilfe. Ich glaube, ich nehme mal eine etwas andere Form an. So. Ich möchte nicht gegen die alle kämpfen. Ja, natürlich. Hier läuft einfach irgend so ein Mensch rein, so ein normaler Bauer und legt den Schalter um, ne? Und die lassen das zu und greifen mich überhaupt nicht an, weil ist ja total harmlos. Ja, natürlich. Natürlich. Und dann kann ich einfach durchgehen. Ist klar. The gaping maw of Nupraptor's retreat rained upon Nosgoth all his pain and misery. The disease begged to be cleansed. Okay. Was auch immer. Ich werde erstmal hier reingehen. Ich hoffe, hier ist ein Speicherpunkt drin. Und hier ist ein Speicherpunkt drin und... Was ist das für ein komisches Symbol? Ah! Moment. Ich vermute mal, das ist ein Bild von Nabraptor oder wie auch immer der heißt. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge herausfinden, denn ich werde jetzt hier speichern und die Aufnahme beenden, die dann hoffentlich diesmal wirklich aufgenommen wurde. Ich speichere wieder hier auf dem zweiten Spielstand. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen und ihr Spaß hattet. Und die nächste Folge wird nicht so lange auf sich warten lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.